Enjoy the story by taking control of our tormented main character and guiding him to freedom. So, okay, dann würde ich sagen, los geht's mit Catherine Fullbody der Demo. Catherine war tatsächlich damals das zweite Projekt, was ich auf meinem Let's Play-Kanal gestartet habe. Und da war ich ganze, keine Ahnung, 23 Jahre alt und voll klein und unerfahren und hatte einfach die beschissenste Qualität ever. Und ich war einer der ersten Menschen auf YouTube, die Catherine gespielt haben, weil ich es mir damals aus Amerika importiert habe und einfach die amerikanische Version gespielt habe. Ich mir dachte, pack doch alle, die kein Englisch können. So. Es war mir halt nicht bewusst, dass ich einer der ersten war, die das gespielt haben. Und es war halt einfach auch instant mega erfolgreich. Ich glaube, der erste Part hatte auch einfach so 20.000 Views damals. Und ich hatte da halt so 100 Abonnenten und das habe ich halt auch nicht gecheckt, so. Ich war halt einfach voll der Napp, Alter. Ich habe es einfach nicht mitbekommen. Ich war einfach voll raus. Nichtsdestotrotz freue ich mich extrem, Catherine Fullbody zu spielen. Ein Remaster, mehr oder weniger, für die PS4 des Originals. Mit mehr Content. Wir haben ein Mädchen mehr, die Rin, mit süßen rosa Haaren. Und wir haben einfach generell mehr Content. Und ich bin einfach sehr gespannt, was dieser Content einfach ist. Und sie haben heute eine Demo dazu released. Und ich dachte mir, weißt du, das guckst du dir an. Daher würde ich sagen, starten wir mal ein neues Spiel und gucken mal, was passiert, ehrlich gesagt. Peaceful Nightmare. Wir müssen anscheinend auch sicher spielen, weil mehr geht nicht. In this mode, all blocks will be the usual. Na, wir spielen Classic. Ich habe das Spiel zuletzt vor 8 Jahren oder so gespielt. Daher, das wird krass, deswegen Classic. Very well. Please enjoy the world of Catherine Fullbody at a leisurely pace. Diese Demo-Version ist eine Sonderversion mit einer verdichteten Welt von Catherine Fullbody. Lehne dich zurück und erlebe diesen robusten Albtraum. Full-bodied wine is the best. Oh dear. When the night sky fills with glamour, a lovely story awaits you. Good evening. Welcome to the Golden Playhouse special feature. Do I see some new faces? Once again, your guide for the night is me, the Midnight Venus, Trisha. Have you heard about this scary rumor? They say if you fall in a dream and don't wake up before you land, you die in real life. Tonight's story is Catherine Fullbody, the second coming of an unconventional romantic horror. A man with a certain curse has a terrifying and dramatic week. Oh, does that sound familiar? Well, like I said, this is Catherine, but with a fuller body. It's aged nicely, with a sensual flavor, not unlike a fine wine. Our hero in this story is Vincent Brooks, age 32.
He is an earnest and kind man. But one day we begin to see him have terrifying nightmares. Amidst the storm of temptations around him, he has another chance encounter. And an awfully cute one at that. But doesn't this seem a little convenient? Oh my, sounds like a recipe for disaster. Will Vincent be able to overcome the massive blocks in his life? Perhaps he'll take a road less traveled. His outcome depends on you, viewers. Sorry to keep you waiting. Raise the curtains. It's time to savor the marriage of pleasure and pain. Now enjoy the show until we meet again. So, Zeit für Gameplay. Aber ich glaube, sie erklären es ja auch gleich nochmal, oder? Genau. Beeil dich, fang an zu klettern. Save your breath and start climbing. If you fall, you're dead. I'll die. You fucking serious? There's no time limit on safety difficulty. So
Okay, so, wie wir sehen, müssen wir die ganze Geschichte da hochklettern und anscheinend können wir uns halt echt Zeit lassen, weil es einfach kein Timelimit gibt. Normalerweise würde da unten halt langsam der ganze Kram verschwinden und wir müssen uns halt beeilen, dass wir so schnell wie möglich hier hochkommen. You can climb one block at a time, right? How am I supposed to move these things? You can grab onto a block with the X button. Some block, if you make it... Ja. Wir können auch ein Autoplay machen. The autoplay feature automatically takes you from the starting point to the goal without... You can regain control whenever you want. Okay, los geht's. Spiel mal für mich, Brudi. Weil dann kann ich so ein bisschen erklären, was er hier macht, und zwar halt nach oben klettern. Und das Hauptgameplay des Spiels besteht halt aus diesen Puzzle-Leveln. Und da sind so zusammengesetzt, dass du halt diese Kisten nach vorne und hinten schieben musst und teilweise komplett wegschieben musst, damit die Stage so ein bisschen runterfällt, damit du halt so einen Weg nach oben einfach baust. Und je schneller du halt nach oben kommst, desto besser dein Score. Und... What's that supposed to mean? They connect at the edges. Ja, und das ist halt genauso das, was es ist. Die connecten halt an den Edges. Kann er aufhören, bitte? Warte mal. Oh Gott. Wie beende ich das? Ja. Von hier aus möchte ich selber weitermachen. Das heißt, wir ziehen es so nach hinten, können dann hier so rüberklettern, ziehen das hier nach hinten und boom. Edge connected. Jetzt können wir halt so total gechillt nach oben klettern. Und haben fast gewonnen. If we both make it out of here alive. We'll meet again. Hey, wait a sec. When you hear the bell ringing, you'll know that you've almost reached the goal. Refer to the map located on the left side of the screen to see how much further you have to go. Moreover, on safety difficulty, you have the option to skip to the next stage without needing to reach the goal. If you're unable to reach the goal... Das ist halt so einfach mega traurig, dass du auf Safety einfach alles überspringen kannst. Aber hey, das Spiel ist ja auch so ein bisschen Visual Novel, Dating, Dingsbums und so das Hauptding an dem Spiel ist auch so ein bisschen, dass du... Oh warte, ich hab's schon falsch gemacht, glaube ich. Oh ja, ich hab's schon falsch gemacht. Ups. Ah, nee, hab ich gar nicht. Voll gut. Ist ja auch so ein bisschen, dass wir entscheiden, welches Mädchen er am Ende kriegt. Und für Leute, die halt nur die Story wollen, ist das natürlich halt mega nice. Aber ich hätte schon gern so ein bisschen Gameplay damit drin und normal ist eigentlich echt schaffbar. Von daher haben wir das zumindest hingekriegt. Danke, Safety Mode. Is about to begin. I'll be sure to prepare something extra special for you behind the next door. Let's meet again tomorrow night. I look forward to it. Hey, where'd you go? Snap out of it! Were you even listening? Sure. You know, you've been a little out of it lately. Is everything all right? You've been spacing out left and right. Oh, sorry. I had to work early this morning. In other news, we have more on the recent string of unexplained deaths that seem to be exclusively involving young men. Cause of death is unknown, and while police are investigating accidental causes, foul play has apparently not been ruled out. Hey, change it! The match is on! Oh, two beers over here! Coming!
Something keeps telling me how her mother is constantly calling her. She says she's not worried about it, though. Feather's totally gonna take it, right, Vinny? And what do you think? So, who are you betting on? Come on, pick one. Are you kidding? Women's wrestling? What I know. Sounds to me like she finally wants you to tie the knot. Hurry, get up! It's coming for me! That? Okay. Hello? Do you know where you are? Okay, never mind that. How about a name? Rin. Rin? That's a nice name. Who is that, though? What was that? Amateur hour. Oh, don't say that. Rin's working really hard. Vincent? What did you think of my performance? Oh, it was, great. Yeah, it was great. Really, unique. Thank you so much. I was hoping to play a little better than that, but... Don't worry about it. No one gets things perfect the first time around. I guess you're right. I'll have to keep practicing. Yeah, if the bar doesn't go out of business by then. God! Well, I'll see you later. See ya. Well, nobody's perfect. I mean, if she's that cute, who cares, right? What's up with you anyway? Saving some cute girl from a stalker in the streets? Sounds like a daytime soap opera. That stuff doesn't really happen. Well, it did, so give it a rest. Does that girl really have amnesia? Erica, you took her to the doctor, right? Did they find anything? Not really. They think it's only temporary. But it must be hard when the only thing you remember is wanting to play piano. Hey, so are you two really neighbors now? Yeah. The last guy just happened to move out. Better keep your hands off her. Oh, shut up. It's not like that. I'm an old man over here. But you guys really came through for us. You know it. Having Rin work here was a great idea, huh? We have you guys and even a police officer as customers. Not to mention, public spaces are a lot safer if she's really being stalked by someone. Yeah. Hey, Erica. So, she managed to get the job, huh? Of course. I can't just abandon someone with amnesia, especially when they seem like such a good kid. And like Johnny said, there's this innocent cluelessness to Rin that, oh, I just can't help caring about. Not to mention the whole stalker thing. Who would do that, and why? Sounds like even she doesn't know. Now, how could that be? You should find out. Everything okay now? Yeah, I think so. I wanted to say thanks. Not just for saving me, but also for finding me a job and a place to stay. I was so scared. I couldn't remember anything. I'm so glad I met someone as nice as you, Vincent. It's nothing, really. Anyone would have done the same. Still, you saved me, Vincent. I start working here tomorrow, so
I'll do my best to show you my appreciation. You got a mail. From time to time, you'll receive texts at the bar. You can respond to some of them. Give it a try. Okay, so, dann sind wir jetzt im zweiten Teil des Gameplays und zwar geht es jetzt darum, dass wir in der Bar rumrennen und damit verschiedenen Leuten interagieren können, dass wir hier unser Handy checken können, dass wir kleine Minigames spielen können und dass wir halt hauptsächlich auch mit den Damen unseres Herzens interagieren. Und wir haben jetzt hier von Catherine eine Nachricht bekommen. Wie gesagt, ich treffe mich zum Essen mit alten Freunden. Schon komisch, die meisten sind verheiratet und haben Kinder. Alle zeigen Fotos von ihren Familien herum, aber ich fühle mich wie ein Außenseiter. Vielleicht wird es auch Zeit, uns aus der Komfortzone zu trauen. Da antworten wir doch direkt mal und sagen, stört dich das? Ist das eine Art Test? Lass uns jetzt nicht darüber nachdenken. Also dann gute Nacht. Weil wir hassen Catherine mit K, okay? Die Alte ist instant raus, okay? Das mache ich so schon mal klar. Niemals werde ich Catherine mit K daten. Catherine mit C kann ich mich einlassen, weil Blonde sind Cuties. Rin ist sowieso erstmal Hauptaugenmerk, weil Rin ist neu und die hat halt den ganzen neuen Content. Aber Catherine mit K ist eine fucking Bratze und deswegen ist sie raus. So. Okay. When certain words and actions change Vincent's inner ideas, a meter will be shown. Vincent's words and actions will affect the story. Remember it. Hey, how many years have we been together? Marriage, huh? I figured this would happen eventually, but just changed jobs. I don't want to give her trouble. Bringing up her parents out of the blue? It's not like her. You got a mail. Hängst du wieder im Stray Sheep ab und trinkst? Du weißt, dass du morgen arbeiten musst. Ach herrje, mach doch mal bitte halblang. Ich habe übrigens ein Foto von der Party neulich nach der Hochzeit erhalten. Ich musste die Leute unterhalten, aber es hat Erinnerungen geweckt. Zeig mal. Oh mein Gott, Mädchen! Holy shit! Wenn du das immer noch wärst, dann würde ich mir das Blatt nochmal überlegen mit der Heirat. Aber da du das nicht mehr bist, ist die Heirat leider abgesagt. So, dann antworten wir mal. Sieht aus, als hätte man dich gezwungen. Meinst du, du übertreibst nicht ein bisschen? Bis dann. Das geht's. Warte, so, ja. Oh Gott, sie hasst uns jetzt schon, glaube ich. I don't know. I just don't feel like going home today. Oh, my phone. It's Catherine. Gehen wir mal ran, Alter. Nein, wir lassen es klingeln, Mann. Oh, sorry. But, well, whatever. it's late. Thank you.
Okay, und hier sind wir jetzt im zweiten Teil des Gameplays, wo wir mit den Schafen reden können. Und findige Leute werden vielleicht einige Überlappungen zwischen der Realität und den Schafen finden, wenn man genau hinschaut. Daher zum Beispiel bei euch hier. Ah, nee, eigentlich nicht. I gotta go. Look to you guys. You want me to teach you the tech? Ah, nein, ich will dich gar nicht ansprechen. I gotta go. I'll have to use that. We're discussing techniques. They're the key to survival. We're discussing. So, oder hier. Damn it. I'm gonna survive, even if it means kicking off others. If you get in my way, I'll kick you off too. Und er deutet halt jetzt schon darauf hin, dass wir halt auf dem Weg nach oben tatsächlich auch auf diese Schafe treffen werden. Und dass es halt einige gibt, die uns wohlgesonnen sind. Das heißt, die helfen uns tatsächlich. Und es gibt halt einige, die sind uns böse gesonnen. Das heißt, die treten uns dann einfach runter und killen uns. Und wie wir schon gelernt haben, wer im Traum stirbt, stirbt auch in der Realität. Daher ist das natürlich etwas, was irgendwie nicht so erwünscht ist, dass man uns von der ganzen Geschichte runterkickt. Okay, keep it together, man. You're quite virtuous, however, to be concerned about someone other than yourself, given our present circumstances. I'm going to reward you with an oil field. An oil field? Ah, my usual habit. Hurry up. Die if we stay here. Taken here. Same here. Wish I knew. What are those cages? Why are there sheep in them? I've had it. Get me out of here. Gut. Dauer mit. Okay, mit dir kann ich noch reden. I don't want to die. Just calm down. Are you saying that to try to bring the guard down? I'm not falling for that. Everyone's just out to save themselves. Some asshole pushed me too. Next time, I'm gonna start shoving or I'll die. Everyone's just out to save themselves. So, ich glaube, mit denen da hinten kann ich tatsächlich nicht reden. Jetzt haben wir noch hier einmal die Möglichkeit, unser Dingsbums-Meter einzustellen. Wie ihr vielleicht eben gesehen habt, tauchte halt dieses eine rot-blaue Meter auf, wo halt der Pfeil so nach links und rechts gehen kann und abhängig davon, wie ihr euch im Spiel so entscheidet, seid ihr entweder im Chaos oder im Nicht-Chaos, im Order. Und Catherine mit C ist halt einfach Chaos und Catherine mit K ist halt Order. Und je nachdem, wie ihr halt Catherine antwortet oder mit den anderen Leuten umgeht oder mit den Schafen hier umgeht oder halt in dem Ding hier antwortet, bewegt ihr euch entweder mehr in die eine oder in die andere Richtung. Und abhängig von der Richtung, in der ihr gerade seid, ist halt das Ending von dem Spiel, mehr oder weniger. Daher, rein mit uns und dann beichten wir mal unsere Sünden. Oh, man. Hey, long time no see. Or rather, nice to see you here. And welcome to the confessional. Who are you? This is the world of nightmares. I guess you could call me its supervisor. I sense a force of change rising up. What exactly happened in the other world? I guess it doesn't matter. You lambs are all destined to die here anyway. What? Don't be ridiculous. But before I kill you, I want to determine the value of your life. So you'll have to answer some questions. Question one. What expectations do you have for your significant other? Pull the rope with the answer that best matches your true feelings. Habe ich die Erwartung an einen guten Charakter oder habe ich die Erwartung an ein gutes Aussehen? Das ist halt voll geil. Also es war im alten Spiel so, dass abhängig von dem, was du gewählt hast, du danach sehen konntest, was der Rest der Welt gewählt hat. Und ich meine, ich kann jetzt sagen, gutes Aussehen, das wäre wahrscheinlich Chaos oder guter Charakter, das wäre Order. Da ich leider eine oberflächliche Bitch bin, gehe ich immer erst nach dem Aussehen und dann nach dem Charakter. That's your choice? That's surprising. Hey, who are you?
Are you doing all this? I told you. I'm just the supervisor. Someone else brought you here. It's someone you know. You never know what people are actually thinking. To learn the truth, you must survive. Then you can think about what's going on here. Let's head to the next trial. Damn it, what is going on? Möchtest du wissen, wie die anderen Menschen dieser Welt geantwortet haben? Ja. Ah, wir haben einfach viel mehr gute Menschen als böse Menschen auf diesem Planeten. Umfrageergebnis von Leuten im Alter von 20 bis 40 und nur Männer, okay? Also, die meisten von euch haben scheinbar Glück gehabt, würde ich so sagen. Nein, ich hab euch doch lieb. Normalerweise würde ich auch eher nach Charakter gehen, aber ich will Catherine daten und Catherine kannst du nur daten, wenn du böse bist. Das heißt, in dem Spiel bin ich leider ein Bad Boy und Catherine mit K ist leider raus, Alter. Nachher, kann ich die Info wechseln? Ah, okay. Auch die Frauen gehen nach Charakter. Spannend, okay. Dann auf in Stage 2. You won't escape. Huh? What? That voice? Where have I... I won't let you escape. What the hell is this? Catherine? The fists of Grudge have appeared. It's the killer. Right, I got it. Do not die. Alright, I got it. So, okay. Los geht's. Aber da wir weiterhin im Safe-Modus spielen. When you use a bell, all nearby blocks will be converted into normal white blocks. Ah, das ist praktisch. This is handy for getting. So. Aber ja, das ist normalerweise so, wie das ganze Spiel funktioniert, dass du halt so einen Boss unten hast, der dir so langsam hinterherkriecht und du musst halt versuchen, ihm zu entkommen. Und das ist halt, wo die Schwierigkeit in dem Spiel eigentlich liegt. Und das macht das Spiel leider echt richtig gut. So. Ist langsam echt gefährlich hier. Okay, dann nutzen wir doch einfach mal die Glocke und gucken, was passiert. Glaube ich, habe es verkackt. Nein, warte. Oh, verdammt, doch. Oh Gott. Warte, nein. Haha. Ich hab's geschafft. So. Ey, ich war voll gut auf der PS3 damals, was das hier anging. Jetzt bin ich einfach voll schlecht, Mann. So. Okay, wir haben es geschafft. Sehr gut. Dann können wir, glaube ich, auch sehen, wie die gruselige Hand langsam uns entgegenkriecht. Aber das ist okay. Wir haben es geschafft. I'm safe, right? Yeah! Congratulations. You have escaped from the prison of despair. As promised, I have something special to show you tonight.
Think back to long ago. Back to a time when you felt happy. Sorry about today. I don't usually burn the bacon like that. That's all right. I don't mind it a little crispy. I can tell something's going on with you. Are you working too hard? No, I'm fine. You've been gaining weight, haven't you? Can't forget to eat your veggies. Well, I put ketchup on almost everything. That doesn't count. You know what? Hey! Maybe a little workout will burn out those extra calories. What do you think? Fond memories, huh? You should think long and hard about what you have to lose. Let's do this again tomorrow. If you can survive, that is. Taste, it's full body. Okay, und das war der erste Einblick in das Spiel. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Es gab übelst viel Neues einfach. Also alle Szenen mit drin sind halt einfach neu. Und das komplette Intro war neu im Vergleich zum Original. Gameplay ist immer noch das gleiche. Grafisch ein bisschen aufgehübscht. Aber hey, der Artstyle lässt sich halt gut hochskalieren. Von daher ist das natürlich total cool. Und ja, ich freue mich extrem drauf, Catherine noch einmal zu besuchen. Besonders mit den ganzen Neuerungen. Das verspricht halt wirklich geil zu werden. Und ich bin sehr gespannt drauf, was uns in der Vollversion dann alles erwartet. Daher wird uns natürlich auch da ein Let's Play von mir erwarten. Und wenn ihr das nicht verpassen möchtet, lasst alle Follows, Abos, Likes, Subscriptions und Kommentare da, wo ihr sagt, wie ihr die ganze Geschichte hier findet. Daher danke ich soweit fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es mit der ganzen Geschichte weitergeht. Daher bis bald. Tschüss. Sounds to me like she finally wants you to tie the knot. Come on, pick one. They're calling it life-changing. She's totally enemy, man. No. Oh, yes! I will never forgive you! Vincent, I love you.